in die Tonne schmeißen. Der mit seiner scheiß Panzerbuchse geht mir auf den Sack, Mann. Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer Folge Battlefield 1. Kam lange nicht, deshalb kommt's jetzt. Keiner hat danach gefragt, deshalb kommt's jetzt. So, wir spielen auf der Map. Am Rande des Reichs? Nee, Wald der Argonnen, genau. Wald der Argonnen, Vorherrschaft. Ich spiele wieder den Sturmsoldaten, weil ich ihn endlich auf fucking Level 10 haben will. Und eine Sache gibt's vorweg zu sagen, denn... Na, fuck. Na, ich habe den unten gesehen, aber ich habe direkt gedacht, ich habe rechts neben mir einen gehört. Und das Gute ist, das Winter-Update kam heute raus, nämlich am Valentinstag. Ja, heute ist der 14. Februar. Und das Level ist jetzt nicht, ist jetzt von Level 10 auf Level 50 erhöht worden, von den Klassenrängen. Finde ich ganz gut. Ich hatte leider meinen Rang sowieso noch nicht aufs auf Maximum. Deswegen juckt mich das nicht. Die Bänder sind zurück. Diese Tapferkeitsbänder oder wie die heißen, wenn man irgendeinen speziellen Erfolg erreicht oder so, dann kriegt man dafür diesen Rang. Hä? Kommt der denn jetzt auch mal hierher oder? Ach so, er stirbt nicht! War hier nicht auch noch einer? Ah, scheiße. Na, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja alleine. So, dann wurde das neue DLC bestimmt auch mit im Update verpackt, nur noch nicht freigeschaltet, sag ich jetzt mal, ne? Wow, ach, den habe ich gar nicht gesehen, ich habe voll auf das A geachtet. Und ja, mehr weiß ich aus dem Kopf gerade leider auch nicht. Ein paar Bugfixes noch, die haben den Netcode verändert, die Server wurden bearbeitet, das sei, und das Spiel an sich auch. So, zum Beispiel die Gasgranaten gehen statt 22 oder 25 Sekunden nur noch 15 Sekunden. Und ja, das war eigentlich so das Nervigste für mich, also... Warum immer ich, Alter? Warum immer ich? Das sind 30 andere Gegner von mir. Teammates. Ja. Man merkt, ich bin ein bisschen eingerostet, was Battlefield angeht. Ist aber nicht so schlimm. Ist desto lustiger für euch! So. Piss-Sniper, Alter, ohne Witz. Ich hasse Sniper in diesem Spiel, ne? Das heißt, ich habe Sniper schon immer gehasst, auch selbst zu spielen. Also ich kann Sniper selbst spielen. Digga, ich bin so grottig schlecht. Was ist los mit mir, Alter? Ich kann Sniper selbst spielen, aber ich mag's nicht. Weil es einfach nur abgefacke ist. Das ist ja halt kein richtiger Zweikampf, ne? Aber gehört halt dazu. So. Alter, meine Güte. Oh, Leute, ich habe ihn noch gekriegt. Okay, wir rennen nach unten. Da sind bestimmt nicht so viele Gegner. Da ist einer. Der ist down. Hier unten sollte keiner mehr sein. Na, danke schön. Ah, der kam doch rechts. Er ist zurückgelaufen. Fuck. Ist das ein Medic? Ne, ist kein Medic. Ach, das ist ein Support gewesen, scheiße. Aber gut, wir haben 10 ganz gut gehalten. Also, ich habe schon eine Runde aufgenommen eben und die war abgrundtief scheiße. Ich habe richtig auf den Sack bekommen gerade. Und mittlerweile fange ich mich wieder so ein bisschen. Ich spiele in letzter Zeit sehr, sehr viel Rainbow Six, wie ihr auch an den Videos unschwer erkennen könnt. Dementsprechend bin ich halt auch so auf die Spielweise und auf das Spiel getrimmt und so mit dem Links- und Rechts-Lehnen. Ich habe sogar letztens in Counter-Strike wollte ich eine Position von einem Gegner markieren und drück dann auf Y. Aber Y ist in Counter-Strike ja Chat. Und dann öffne ich erstmal den Chat und in dem Moment kam ein Gegner um die Ecke. Oh Gott, ey, da wisst ihr mal, ich zock viel, viel, viel zu viel Rainbow Six. Aber das Spiel ist auch einfach ultra nice. Also falls wer mal Lust hat, mit mir Rainbow Six zu spielen, ihr könnt gerne, oder ihr seid gerne dazu herzlich eingeladen, bei mir im Livestream vorbeizugucken. Da mache ich regelmäßig Zuschauer-Games. Ihr könnt mich gerne bei Uplay adden, bei Steam adden. Alle Infos findet ihr entweder hier in der Beschreibung oder im
auf meinem Twitch-Kanal. Da steht auch in der Beschreibung einmal alles und dann gibt es auch im Chat Befehle, mit denen ihr verschiedene Links abrufen könnt. Also da, falls jemand mit mir spielen will, wird er auf jeden Fall den Kontakt zu mir finden können. Also da bin ich der Letzte, der daraus so ein geheimes Ding macht. Der ist ganz hinten in der Ecke. Du kleiner... Da! Das sind die Bänder, die ich eben meinte. Das heißt, ich habe jetzt 5 Kills in einer Runde gemacht mit einer MP. Und das zweite konnte ich jetzt leider nicht lesen. Scheißen Dreck. Aber das war bestimmt auch irgendwas Gutes. Ja, du stirbst auch. Sie gehört uns. Hier ist bestimmt noch einer irgendwo. Ne, gut, das war der einzige. Ah ja, sehe ich auch daran, dass der Strich weg ist. So. Der Sniper holt mich nicht. Königlicher Hirschorden. Erziele 10 Kills in einer Runde. Läuft. Dich nehme ich auch noch mit. Scheiße, jetzt habe ich keinen Medic hier um die Ecke, ne? Ah, fuck. Hier. Oh, unter mir. Komm schon, lauf doch mal einer rein. Ich weiß, ihr wollt mich. Ah, scheiß. Och, da kam er mit so einer scheiß Panzerbüchse. Alter, wer legt sich denn da in den scheiß Busch mit einem Raketenwerfer? In einem Spielmodus, wo es nicht mal Panzer gibt. Ohne Witz. Oh fuck, das war das Elite-Kid-Soldat-Kid. Aus dem wird schon mal nix, ey. Wenn der sich schon so hinlegt und das seine einzigen Kills sind, die er kriegt, das ist bestimmt der hier gewesen, der mit 2-7. Wie gesagt, falls ihr mich gerne mal live spielen sehen wollt oder... ja, live mit mir chatten wollt oder hey, mit mir spielen wollt, dann seid ihr gerne herzlich eingeladen. twitch.tv/ Fick die Henne, Alter. Er ist ausgewichen schon wieder. Ich hasse es, ey. Du bist so unflexibel, wenn du diesen Sprint machst, ne? So, wie gesagt, twitch.tv/lovelypotatoxo. Ist auch auf meinem YouTube-Kanal verlinkt, bei meinem YouTube-Banner oben an der Leiste ist einmal so ein kleines Twitch-Symbol. Von da könnt ihr dann kommt ihr dann direkt auf meinen Twitch-Kanal. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, verdammt nochmal. Gas. Was haltet ihr übrigens von dem neuen Battlefield 1 Update? Von dem ersten DLC, was rauskommt? Sollen ja neue Waffen kommen, neue Fahrzeuge sollen kommen, neue Tarnungen sollen kommen. Was haltet ihr davon? Das würde mich gerne mal interessieren. Dieser Medic, ne? Komm, der rettet mich. Der belebt mich wieder. Der will mich. Der ist richtig gehechtet. Falls ihr das gesehen habt. Ziel erobern. Los doch! Müssen wir uns A getten. Wenn wir jetzt auch noch A getten, dann... C, Entschuldigung, A haben wir. Oh, B dürfen wir natürlich auch nicht verlieren. Super. So, jetzt können wir... Da ist noch eine, Alter. Wie viele von diesen scheiß Granaten legen die denn da rein? Warten. Ich markiere erstmal C. Markiere C für unsere Punkte. Wenn wir die Punkte haben, dann verzichte ich direkt so. Alter. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn schießen hören und dann habe ich ihn laufen hören. Aber ich Idiot renne natürlich so um die Ecke, dass er mich direkt wegholen kann. Nicht mit meinem Hartz-IV-Leben da. Kacke. Yo, da ist wieder der Sniper. Gut, sparen wir uns den zu chasen. Hier ist der Typ. Du Wichser. Du kleiner Wichser, Alter. Nochmal fixst du mich nicht. So, kurz warten. Eigentlich bräuchte ich mal einen Medic, ne? Sanitäter! Oh ja, B. B. Und A. Wir verlieren. Das habt ihr super erkannt. Battlefield. Der ist an mir vorbeigerannt. Ich habe ihn die ganze Zeit gehört. Hinlegen. Einnehmen. Diesmal achte ich auch aufs Ende. Oh, warte mal. Ja? Der kommt bestimmt gleich wieder hoch. Da unten, da hinten. Jetzt habe ich den scheiß Elite-Soldat, ey. Nee. Scheiße, ich hätte nicht ranscopen dürfen. Ich war im Aufstehen zu unflexibel. Oh, jetzt wird es zum Schluss aber doch noch recht spannend, ne? 88. Oh, wir liegen vorne. Jetzt bloß kein Einsatzziel verlieren.
dass er mich geprefired hat, Alter. Obwohl er auf den anderen gezielt hat. Nicht B verlieren! Oh, ich spawn am Arsch der Welt. Ohne Witz, nicht in die AI. Wenn wir jetzt auch noch C verlieren, dann ist das direkt GG. Dann können wir das Ding aber direkt in die Tonne schmeißen. Der mit seiner scheiß Panzerbuchse geht mir auf den Sack, Mann. Wie so ein kleiner Dreckswichser. Ja, schön. A, Punkte eingesammelt. Jetzt B. B, Alter. Wenn wir die Runde noch holen, ohne Witz, dann mache ich noch ein Battlepack auf. Ah ja, hab ich, falls ich es noch nicht erzählt habe, jeder Spieler hat ein Valentine's Battlepack bekommen. Das ist ein Battlepack. Ja, Valentine's Battlepack. Ich weiß noch nicht genau, was da drin ist. Werden wir uns gleich mal in Ruhe angucken. Ah, fuck, da hinten habe ich auch gerade gesehen. Ich wollte gerade in Deckung gehen. Boah, jetzt bin ich schon ein bisschen hyped, ne? Sind wir doch schon ganz gut zurückgekommen, ne? Oh, oh. Du kannst mir mal die Klöten lecken. Erobert das Ziel doch. Du nice mich nicht. Ja! Schönes Ding. Ein Glück haben wir das noch gewonnen, Alter. Oh, 190 und wir lagen die ganze Zeit hinten. Das komplette Spiel. Schön 6000 Punkte, 7000 Punkte sogar. 1,5er Boost, 8000 Punkte, 8500 Punkte. Läuft, 18-13. Ist ganz gediegen dafür, dass ich Sturmsoldat eigentlich nicht spiele. Oh, wir haben Battlepack bekommen. Zwei Valentinstags-Battlepacks, gut. Erstes. Na, nix wert. Ist aber sehr einfach gehalten. Oh, epischen Boost. Legendären Boost, Entschuldigung. Komm schon, komm schon. Na, aber ein Blueskin. Ein Blueskin für... Wow. Für meine M1907 Selbstlader. Das ist nämlich die, die ich mit dem Doc immer spiele. Okay, dann sage ich in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Guckt wirklich mal gerne bei Twitter, Facebook und vor allem Twitch vorbei. Da seid ihr herzlich eingeladen. Und in diesem Sinne sage ich, bis reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tudelö! Thank you.